Hallo, ich wollte dir in diesem Video eine Technik vorstellen, die dir hilft, bei dir selbst anzukommen, also rauszukommen aus den Verstrickungen, die du vielleicht mitgebracht hast aus deiner Vergangenheit und auch rauszukommen aus den Hoffnungen und Sehnsüchten, dass die Zukunft in irgendeiner Form besser sein wird oder sein soll als das, was jetzt da ist. Also auf Deutsch gesagt, wie du in die Mitte kommst, wie du in die Gegenwart kommst. Das ist eine Technik, die habe ich selber kennengelernt, in meiner Ausbildung zum Schamanen. Das ist nun schon einige Zeit her, also eine schamanische Technik und sehr kraftvoll, sehr wirkungsvoll. Allerdings, wenn du sie richtig intensiv machen willst, auch aufwendig. Also du musst jeden Tag daran arbeiten und diese Technik anwenden. Diese Technik heißt Rekapitulieren, Rekapitulation, das ist so der Begriff. Wie gesagt, es ist eine schamanische Technik und vielleicht nochmal ein bisschen was ist eigentlich Schamanismus? Also wie denkt Schamanismus? Wie ist die innere Haltung eines Schamanen? Wird ja sehr häufig auch verglichen mit einer Religion. Schamanismus ist keine Religion. Schamanismus ist etwas, was eben eine innere Haltung, eine Geisteshaltung auch von dir fordert. Man spricht ja auch vom Anfängergeist oder Krieger. Geist und der wird im Schamanismus angesprochen. Der befindet sich in jedem Menschen. Jeder Mensch ist sozusagen ein Krieger des Lichts. Er sucht letztendlich die Wahrheit und er versucht eben seine eigene Wahrheit ins Leben zu bringen. Und die schamanischen Techniken sind im Prinzip Möglichkeiten, dieser eigenen inneren Wahrheit näher zu kommen. Schamanismus oder eine Basis des Schamanismus ist ja ein Gedanke, der so im üblichen, in jeder spirituellen oder esoterischen oder auch eben religiösen Ausrichtung zu finden ist, nämlich alles ist mit allem verbunden, wird dort nur radikal eingesetzt. Diese Idee, dass alles mit allem verbunden ist, hat sich ja etwas, wenn du mal in die monotheistischen Religionen reingehst, verloren. Dort gibt es eben die Trennung, da ist Gott und hier bin ich. Im Schamanismus ist das anders. Da ist Gott eben, da gibt es keinen Gott, sondern es gibt die Natur, es gibt das, was mich umgibt. Und überall in dem, was mich umgibt, ist eben Gott, ist die Schöpfung, ist der Schöpfer zu finden. Das heißt, Schöpfer und Schöpfung ist gleich. Und insofern, wenn alles mit allem verbunden ist, dann sind wir beide jetzt auch miteinander verbunden. Also du hast dich jetzt eingeklickt hier auf dieses Video und schaust zu und hast in irgendeiner Form etwas mit dem zu tun, was ich natürlich jetzt vermittle. Und ich habe natürlich auch etwas mit dir zu tun. Das heißt, ich habe mich jetzt hier hingesetzt und erzähle über Schamanismus und bin insofern auch in irgendeiner Form mit dir verbunden. Und nicht nur mit dir, sondern hier mit dem Studio und da, wo du sitzt. Das ist alles in einem, wenn du so willst, in einer Verbindung. Das heißt, wenn wir jetzt in dieser Übung sozusagen rekapitulieren, dann wenden wir uns Energien zu, die eben immer da sind und die im Schamanismus auch in bestimmte Richtungen, wenn man so will, zu Hause sind. Also links von mir ist eine andere Energie zu Hause als zum Beispiel rechts von mir. Vorneweg ist eine andere Energie als hinter mir, die mich zu dem macht, was ich gerade bin. Ich bin immer in der Mitte, ich bin immer zentriert, ich bin immer in der Mitte aller Energien, die eben gerade jetzt da sind, spürbar sind und fühlbar sind. Links von mir ist im Grunde genommen meine ganze Vergangenheit. Das ist der Osten. Das ist die Qualität des Ostens. Der Osten ist die Energie, die Richtung, wo eben das Leben beginnt. Da geht die Sonne auf. Ja? Das ist der Anfang, wenn du so willst, auch das Chaos. Das ist meine linke Seite. Also immer an deiner linken Seite ist sozusagen der Beginn, ist deine Vergangenheit, sind deine Wurzeln, ist der Start in dein Leben hinein. Auf der anderen Seite rechts von dir ist genau das Gegenteil von der Vergangenheit, das ist die Zukunft. Interessanterweise geht im Westen natürlich, also rechts, da ist der Westen, die Sonne unter. Jetzt ist natürlich damit auch das Ende irgendwie rechts. Also in deiner Zukunft ist das Ende, da ist der Tod auch zu finden. Ist jetzt vielleicht nicht gerade so für einen normal denkenden Menschen so optimistisch klingend, aber
Im Schamanismus ist das die größte Herausforderung überhaupt. Wenn wir uns der Zukunft zuwenden, wenden wir uns automatisch auch unserer Endlichkeit zu, also dem Ende, dem Tod. Und im Schamanismus heißt das eben nicht, dass ich mich verkrieche und verstecke, sondern dass ich mir die Frage stelle, was will durch mich eigentlich wirklich noch ins Leben gebracht werden, angesichts meiner Endlichkeit als Mensch in diesem Körper? Den werde ich irgendwann verlassen. Aber was will ich jetzt hier in diesem Körper noch leben? Das ist die Frage, die sich eben jeder Mensch stellt, der der Zukunft sozusagen sich gegenwendet, der dem Endlichen auch sich gegenwendet. Und dieses Thema der Rekapitulation ermöglicht dir, alles das, was an Hindernissen und an Verstrickungen, an Blockaden in deiner Vergangenheit entstanden sind, durch deinen eigenen Willen, wenn du so willst. Du hast dich selbst begrenzt, du hast dich selbst zurückgehalten, aus Notwendigkeit, aus Überlebensstrategien heraus, weil eben in irgendeiner Form, in einer bestimmten Situation, in deiner Vergangenheit etwas so schmerzhaft gewesen ist, dass es für dich das Überleben in Frage gestellt hat. Und da hast du gesagt, ich erlebe jetzt nicht mehr das, was durch mich sozusagen gelebt werden will, sondern ich passe mich dem an, indem ich hier gerade zu Hause bin, was mir das Überleben ermöglicht. Ich passe mich meinem Vater, meiner Mutter, wenn du so willst, dem Stamm an und werde das, was an Lebensqualität eigentlich gerade leben wollte, aber nicht leben durfte, wegpacken. Ich werde es wegschneiden. Und dann bist du beschränkt. Und mit dieser Beschränktheit leben sehr viele Menschen heute noch. Rekapitulieren heißt, dass du dich der Vergangenheit zuwendest, dass du tatsächlich ganz bewusst nach links schaust und im Innern dir die Möglichkeit gibst, Ja zu sagen zu der Vergangenheit. Das hat etwas mit dem zu tun, was vielleicht auch in dem Wort Erbe drinsteckt. Denn alles das, was in der Vergangenheit drinsteckt, ist letztendlich das, was deine Wurzeln hervorgerufen hat oder was deine Wurzeln auch ausmachen. Es ist das Erbe, auf dem du aufbaust, auf dem du eben stehst. Und wenn du dieses Erbe ablehnst, dann lehnst du dich auch selber ab. Das heißt, du wendest dich der linken Seite, dem Osten zu und sagst gleichzeitig, ich nehme mein Erbe an. Du wendest dich der linken Seite, dem Osten zu, atmest dabei ein und sagst, ich nehme mein Erbe an. Bringst diese eingeatmete Energie rüber in den Westen der Zukunft und atmest aus. Das heißt, du stellst die Brücke zwischen deiner Vergangenheit und deiner Zukunft her. Nochmal, ich mache es noch einmal. Du wendest dich halt einfach, indem du deinen Kopf leicht nach links wendest, dem Osten deiner Vergangenheit zu und sagst, ich nehme mein Erbe an und bin frei und offen für alles, was da kommen will und leben will. Ich nehme mein Erbe an und bin frei und offen für alles das, was da kommen will. Ich nehme mein Erbe an und bin frei und offen für alles das, was da kommen und leben will. Ich nehme mein Erbe an und bin frei und offen für alles das, was da kommen will. Das machst du eine ganze Zeit. Und wenn du das jetzt noch mit Steinen unterstützen willst, dann kann ich dir, wenn wir zusammenkommen würden, den Stein empfehlen, der tatsächlich dir hilft, all die Blockaden, all die Themen, die eben in deiner eigenen persönlichen Vergangenheit sozusagen da gewesen sind, anzunehmen. Wenn du es ganz allgemein mal machen willst, dann empfehle ich dir einen Bernstein. Einfach diesen wunderschönen Bernstein in deine linke Hand zu nehmen. Du nimmst dir einen Bernstein, nimmst ihn in die linke Hand und wenn du dich dann dem Osten zuwendest, atmest du die Energie über den Bernstein in dich hinein, in dein Herz, hältst sie dort und wendest dich der rechten Seite zu, also der Zukunft zu. In der Zukunftshand, in deiner rechten Hand, hast du einen anderen Stein, nämlich einen Aquamarin, den klaren und freien Blick für alles das, was aus dir
noch nach vorne gebracht werden will. Also diese beiden Steine kann ich dir sehr empfehlen, die unterstützen einfach die Arbeit ganz allgemein. Nochmal, Vergangenheitsstein, ich nehme mein Erbe an. Zukunftsstein, Aquamarin, ich bin bereit und offen für alles das, was da noch kommen und gelebt werden will. Und du atmest die Energie aus dem Osten, aus der Vergangenheit, über den Bernstein in dein Herz, wendest dich dem Westen der Zukunft zu, atmest sie aus über den Aquamarin. Das ist jetzt eine ganz allgemeine Darstellung der Rekapitulationstechnik. Wenn du sie genau und gut machen willst, ist es natürlich sogar wichtig, dass du dich bestimmten Themen, die dich vielleicht tierisch nerven, an denen du immer noch hängst, wo du geärgert wurdest in der Vergangenheit, wo du enttäuscht wurdest, wo du verraten wurdest, wo du beschämt wurdest, wo du verletzt wurdest. Wenn es dich diesen Themen tut, spürst du auch noch mal rein und sagst auch, das nehme ich zu mir, dieses Thema. Da könnten wir jetzt noch mal genauer gucken und für dich auch ganz eigene, individuelle, wenn du so willst, Sätze, Affirmationen finden. Dazu lade ich dich ein. Also wenn du das Gefühl hast, jetzt, nachdem ich dir die Rekapitulationstechnik etwas beschrieben habe, das ist was für dich, lade ich dich ein, melde dich bei mir. Wir können innerhalb von einer halben Stunde oder, na, mal gucken, wie lange es dauert, aber eine halbe Stunde sollten wir schon einplanen, herausfinden, welche Steine oder welcher Stein dein Vergangenheitsstein und welcher Stein dein Zukunftsstein ist. Und wir könnten eben herausfinden, welche Affirmationen du sozusagen auch sprichst, wenn du dich der Vergangenheit zuwendest und wenn du in die Zukunft, wenn du der Zukunft gegenüber dich öffnest. Also bist herzlich eingeladen, dich zu melden. Meine Adresse findest du, die kennst du und ich würde mich freuen. Einen kleinen Ausschnitt dieser Rekapitulationstechnik aus eben dem vielfältigen Angebot, was du mit Schamanismus, was du mit Steinen machen kannst, wie du wieder in Bewegung kommen kannst, wie du die Vergangenheit klären kannst, wie du die Vergangenheit letztendlich auflösen kannst und wie du mehr und mehr tatsächlich zu dem kommst, was eigentlich hier in deinem Herzen darauf wartet, gelebt zu werden, nämlich du selbst, was dein eigenes Selbst ausmacht und nicht was an Pflichten, an Geschehnissen, an ja von draußen sozusagen an dich herangetragen wird, was du leben sollst. Also, vielen herzlichen Dank. Bis irgendwann. Ich freue mich auf dich. Danke.